Auf der Insel Föhr haben Detlef Schwarzer und Axel Swehler Baulandvorschriften entdeckt, die hoffentlich im Land ihresgleichen suchen. Was Sie jetzt sehen, ist keine Satire. Die Insel Föhr. Das beschauliche Eiland vor der Westküste Schleswig-Holsteins im Winterschlaf. Ein rar gewordenes Idyll. Wer hier lebt, gar ein Haus sein eigen nennt, hat das große losgezogen. Hier tummeln sich Spekulanten und millionenschwere Auswärtige. Deshalb wird auch für die Einheimischen günstiges Bauland knapp. So darf in der Gemeinde Niblum längst nicht jeder bauen. Niblum, kein Bauland für Homosexuelle, so titelte skandalträchtig der heimische Inselbote. Schwulen Vertreter aus der Umgebung waren empört. Selbst die Kirche bewegt sich ja da ein Stückchen voran. Und dieses ist für mich päpstlicher als der Papst und es ist scheinheilig und verlogen. Richtig Ärger hat jetzt auch der Kurdirektor der Nachbargemeinde Wieg. Täglich flattern dem zerknirschten Tourismusmanager Boykottaufrufe und Protestschreiben auf den Tisch. Nun bangt er um die Zukunft der Insel. Ein Politiker sagte zu mir, es wäre ein Scherbenhaufen und der muss halt jetzt weggeräumt werden. Dieser Mann hat der Insel alles eingebrockt. Doch Hans-Jürgen Sievers, langjähriger Bürgermeister von Niblum, wollte nur Gutes für Familien seiner Gemeinde tun. Jetzt versteht er die Welt nicht mehr. Ich sag mal, eine böswillige Auslegung, das bin ich bereit hier zu sagen, eine böswillige Auslegung unseres Beschlusses hat zu diesem Wirbel geführt, also dass einige Personen oder besonders jetzt eben diese gleichgeschlechtlichen Paare sich persönlich von uns angegriffen fühlen. Das ist absolut nicht von uns gewollt. Doch Tatsache ist, Schwule und Lesben können diesen Dorfleck Niblums nicht kaufen. Bebauen darf die Brache nur, wer heiratswillig und vermehrungsfreudig ist. Wie die Niblumer Wunschfamilie aussieht, regeln die Vergabekriterien für das billige Gemeindeland. Kein Anrecht auf Zuweisung haben Personen, die nicht in einer Ehe oder Familie leben können bzw. eine Ehe nicht bilden können. Anrecht auf Zuweisung haben nur mindestens zwei Personen verschiedenen Geschlechts. Allerdings, weder Schwule noch Lesben wollten je ein Grundstück in Niblum haben. Der Bürgermeister wehrt sich gegen eine Bedrohung, die in seinem Weltbild, nicht aber auf seiner Insel existiert. Ich kann es mir nur so erklären, dass man vielleicht durch die Presse und unsere spezielle Arbeit hier in Nordfriesland und speziell auf der Insel Sylt vielleicht befürchtet, dass die Szene, die auf der Nachbarinsel Sylt ist, hier rüberschwappt. Aber ich glaube, so weit schwimmen die nicht. Jetzt ist auch die Landesregierung im fernen Kiel alarmiert. Sie will nun die Fackel der Aufklärung mit ausgeklügelter Pädagogik auf die Insel tragen. Ich würde mir wünschen, dass immer dann, wenn die persönlichen Interessen berührt sind, egal ob das die Wohnungsvergabe ist oder die Frage, ob in der Volkshochschule eine entsprechende Fortbildung angeboten wird vor Ort, ob in der kommunalen Bücherei Literatur verfügbar ist über das Thema, dass gerade bei diesen ganz konkreten Dingen Lesben und Schwule vor Ort auch aktiv werden. Selbst für die Familienministerin ist klar, sie muss ihren besten Mann auf die Insel schicken. Erst wenn diese Mission scheitern sollte, will sie zu härteren Mitteln greifen. Also zunächst einmal wird sicher unser Referat für gleichgeschlechtliche Lebensformen einmal nach Föhr reisen, Gespräche anbieten. Ja, und wenn alles nichts hilft, ist das eine Situation, die der Innenminister überprüfen muss, ob er hier rechtliche Möglichkeiten hat. Doch Kiel ist weit. In Niblum werden nur richtige Familien angesiedelt. Vater, Mutter, Kind. Dafür wird er schon sorgen, der Bürgermeister von Niblum. Wir sind so optimistisch und sagen, unsere Familien, die kommen klar.